Aus 3D Glitterdrops wird Hintergrundgestaltung. Hallo ihr lieben Bastelfreunde. In dem vorherigen Video habe ich euch die Glitter 3D Drops von Action vorgestellt. Das ist dieser Tipp, den ich dann verbastelt habe, was man mit diesen Drops noch anstellen kann, wenn es nicht so hinhaut. Ich habe jetzt zum Beispiel diesen Hintergrund gestaltet. Wie ich das gemacht habe, seht ihr gleich. Wenn ihr gern mehr Videos von mir sehen wollt, dann macht doch ein Abo auf meinem Kanal, aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Und jetzt zeige ich euch, wie ich diesen Hintergrund gestaltet habe. Jetzt habe ich dann einen Tipp gesehen, dass man die hier auf dieses als Hintergrund machen kann. Ich habe mich jetzt gleich dazu entschieden, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das jetzt am besten mache, dass ich jetzt mit den Distressoxiden jetzt das einfärben werde und dann machen wir einen Glitzer drauf. Und dann hoffe ich, dass das dann gut ist. Okay, Anfängerfehler, nicht vom Rand aus, sondern gleich mitten. Nein, gut. Muss ich halt wieder ausbügeln. Ich nehme jetzt nochmal das extra Compter Karteikarte her, weil ich möchte ja das Ding jetzt nicht nass machen. Das ist jetzt bloß, damit ich die Glitzerdrops ausprobieren kann als Hintergrund. Wobei, ich könnte jetzt da drauf natürlich auch gleich diese Drops nochmal drauf machen und am nächsten Tag schauen, wie es ausschaut. Okay, ich sehe, ich habe schon lange nicht mehr was gemacht damit. Muss ich erst wieder ein bisschen reinkommen und üben. In kreisenden Bewegungen heißt es ja immer so schön. Normalerweise sollten wir es mit Washi-Tape oder was festkleben, aber das geht jetzt auch so. Da ist jetzt kein Aquarellpapier, das ich jetzt unbedingt wässern muss. Weiß ich noch nicht, was das jetzt werden soll. Auf jeden Fall ein kleiner grüner Hintergrund. Da werde ich mir jetzt demnächst auch noch was überlegen, weil das gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht. Ich habe mir jetzt ein Galax-Regal besorgt und da möchte ich mir diese Stempeleinschübe besorgen. So, dann haben wir den Lucky Glover. Bis wir das Ganze eingefärbt haben, wie man das will. Ja, ich glaube, das passt mir schon. Das passt mir schon. Ich werde wahrscheinlich schauen, dass ich euch da immer die Minuten in die Artikelbeschreibung reinmache. So, da. Na gut, Finger ist auch grün. Ist jetzt wurscht. Einen Pinsel habe ich mir besorgt. Jetzt würde ich sagen, was machen wir denn? Ah, Rot haben wir leider nicht. Rot haben wir leider nicht. Wir nehmen den. Na, wie heißt er denn wieder? Den Blue Lagoon. Nee, Blue Lagoon ist es nicht. Das Iron Grey. Und dann nehme ich ja mal dieses Gold. Pure Gold, oder? Ja, Pure Gold. Witzigerweise, da habe ich von was anderem, das auch so heißt, ein Video gedreht. So, jetzt schauen wir mal. Also ich hätte jetzt einmal vor, ein paar Pünktchen zu machen. Und schon ist schon wieder daneben. Na gut. Vielleicht kriegen wir das auch mal hin, ohne. Jo. Ihr seht es. Es ist furchtbar. Dann wird es halt verschwischt. Oh, Mist. Ich bin ja eigentlich blöd. Jetzt habe ich den Pinsel anbefeuchtet, obwohl ich den nicht befeuchten wollte. Na gut. Das schaut ja auch nicht schlecht aus. Dann machen wir das gleich so. So. Noch hin.
wieder ein. Streichen wir das mal ein. Schaut das schon nicht einmal schlecht aus, finde ich. Ich glaube, so schnell ist dann die Flasche leer. Sollte dann nochmal Musik einspielen wahrscheinlich. Muss man das da etwas. So, klappt das langt jetzt. Noch irgendwie Spaß. So. Hat doch was. Zwar jetzt nicht das, was ich haben wollte, aber es hat was. Und dann wahrscheinlich gleich den Pinsel sauber machen. Und dann versuchen wir. Ja. Vielleicht kriege ich dann doch mal einen Punkt hin. Weg damit ab. So ein bisschen. Irgendwas abgelöst. Weiß aber nicht was. Vielleicht kann man die Karteikarte dann noch ein bisschen retten, wenn das so macht. Mal schauen. Gut. Wenn das dafür geeignet ist, auch wenn man nicht davon überzeugt ist, kann man das super für sowas hernehmen. Okay, Schuppen. Schuppendesign so. Gut. Yeah, es klebt auf jeden Fall. So, dann machen wir das ein bisschen blau. Oh, mal das dunkle da, das Marineblau da. Ein bisschen mehr Tropfen, dass wir den Unterschied erkennen und dann mal wieder. Weil dann wahrscheinlich mehr Glitzer im Pinsel ist als auch da oben drauf. Ich glaube, ich hätte dann doch ein Aquarellpapier nehmen sollen. Oder besser gesagt, dann einen Spachtel. Das langt mir jetzt. Ja, dann legen wir das dahin. Jetzt gehe ich schnell mal den Pinsel auswaschen und dann lassen wir die ganze Sache trocknen. Jetzt habe ich meine Kärtchen fertig. So ist geworden. Also ich finde, ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu übertrieben. Nur das Goldene hätte auch gereicht. Bloß ich wollte jetzt mal schauen, wie das ausschaut. Wenn ich jetzt da drüber fahre,
kein Glitter auf der Hand. Es ist ganz fest. Hier habe ich die ausprobiert, direkt auf die Karte. Also wie ich schon gesagt, ich bemängel die Dosierung. Die ist sehr unterschiedlich und ich mag halt das nicht, dass das halt immer so fransig ausschaut, obwohl das ist ja gebastelt. Bastelsachen sind ja nicht immer so perfekt, aber mir hat es jetzt nicht so gefallen. Und viele haben ja bemängelt, dass sie lange brauchen zum Trocknen. Also ich kann jetzt für mich feststellen, nachdem es jetzt den ganzen Tag auch noch in der Wärme gelegen ist bei mir, ist es schön fest geworden. Alles schön fest, es geht nichts runter. Also ich denke, wenn ich das jetzt runterlöse, dann reiße ich die ganze Karte kaputt. Man muss halt schauen, ob man es mit Spachtel macht. Man sieht halt dann die Pinselspuren. Ich finde, das hat was. Vielleicht weniger ist mehr, weil für eine so eine Karte bräuchte ich dann vielleicht die ganze Glitzerflasche. Das Einzige, was ich halt bemängel, wenn man das verarbeitet, es stinkt halt. Es riecht nicht angenehm. Das gefällt mir jetzt nicht so. Aber so insgesamt für Hintergrundgestaltung mit Distress-Oxide kann man schon sagen, Mix Media schon fast. Wobei, da fehlen ja noch Sachen, wo man drauf machen kann. Wobei, ich denke mal, hier sieht es ja, habe ich ein bisschen gesaut, ist das für die Karteikarten nicht geeignet. Aber so schaut das aus. Bin eigentlich, für den Hintergrund bin ich begeistert davon. Ansonsten eher nicht. Also ich werde die halt für den Hintergrund hernehmen, aber ansonsten nicht mehr kaufen. Für mich, wie gesagt, das ist für mich eher wie dieser Kleber mit Glitter drin. Muss ich nicht unbedingt haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis demnächst, eure Petra.